Schwestern, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, Assalamu alaikum. Mein Name ist Marek. Ich bin ein Sprecher der Jugendorganisation Red Revolution. Wir sind heute hier und machen eine Kundgebung gegen die Militärdiktatur in Ägypten, angeführt von General Sisi, eine Militärdiktatur, die Tausende von jungen Menschen auf dem Gewissen hat, Aktivistinnen und Aktivisten. An General Sisis Händen klebt so viel Blut, der gesamte Nil könnte damit vollgemacht werden. General Sisi ist der größte Mörder in Ägypten. Seine politische Verfolgung hat dazu geführt, dass die ägyptische Revolution nicht mehr weitergehen konnte. Seine Diktatur hat dazu geführt, dass die arabische Revolution nicht mehr weitergehen konnte. Seine Diktatur ist eine der schlimmsten und verbrecherischsten Diktaturen im arabischen Raum. Ägypten ist so wichtig für die arabische Revolution. Aber General Sisi verhindert den Kampf, den wir weiterführen wollen. Und wir werden dagegen kämpfen. Wir haben heute schon oft gehört, wir sind hier in Österreich, wir sind hier in Europa, in der EU, wir sind hier im Westen. Das stimmt, wir sind hier im Westen. Das ist ein sehr wichtiger Fakt. Der Westen, die EU, die USA unterstützen die Militärdiktatur in Ägypten, unterstützen General Sisi. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier, um die USA anzuklagen. Wir klagen die USA an als den größten Mörder auf Erden. Wir klagen die USA an als den größten Frauenunterdrücker auf Erden. Wir klagen die USA an als den größten Muslimhetzer auf Erden. Wir klagen die USA an als den größten Israel-Freund auf Erden. Wir klagen die USA an als den größten Finanzierer und Freund von General Sisi auf der gesamten Welt. Das Beispiel von Irak und Syrien und Kobane ist gerade aktuell. Und wir sehen wunderbar, wie viele Muslimbrüder haben dort getötet. Ich kenne keinen einzigen Muslimbruder, der das getan hat. Denken wir an die USA, denken wir an die EU. Wie viele Menschen sind schon gestorben dort mit ihrer Hilfe, mit ihrer Besetzung, mit ihren Soldaten, mit ihren Panzern. Die Diktatur in Ägypten ist alleine das Werk von solchen Machenschaften, vom Westen, von diesen imperialistischen Großmächten. Und genau deswegen sind wir heute hier. Und genau dagegen werden wir auch kämpfen. Und die aktuellen Beispiele in Irak, in Syrien, in Kobane, der Kampf für die Freiheit setzt nur eine einzige Losung heute auf die Tagesordnung. Und diese Losung lautet: Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Das geht noch lauter! Hoch die
internationale Solidarität! Wo die internationale Solidarität! Wo die internationale Solidarität! Die Jugendorganisation Red Revolution und die RKO-Befreiung sind schon seit Jahren, seit den letzten Monaten immer aktiver geworden für den Freiheitskampf von Ägypten, für die Befreiung der Muslime von diesem imperialistischen Joch. Und wir werden das auch weiter tun. Wir stehen für ein freies Ägypten, für ein rotes Ägypten. Dafür setzen wir uns bedingungslos ein. Und wenn es sein muss, werden wir noch Wochen, noch Monate, noch Jahre, noch Jahrzehnte auf die Straßen gehen und dafür kämpfen. Das ist es, wofür wir stehen. Ein freies, ein rotes Ägypten für Jugendliche, von Jugendlichen, für Arbeiter, von Arbeitern und Bauern, für die Arbeiter und Bauern. Und genau das werden wir auch weiter tun. Dankeschön.